wie wir so Bock haben. Und ja, das Spiel ist heute rausgekommen. Und ja, wir schauen einfach mal direkt rein, würde ich sagen. Können wir uns gleich mal einen Charakter erstellen. Ich muss mal gucken, wie ich die Kamera am besten positioniere. Weil kann sein, dass die hier unten rechts ein bisschen unpraktisch ist. The Broken One, moin moin, grüß dich. Danke dir fürs Einschalten. Herzlich willkommen, moin. So, wir fangen einfach mal an. Wir spielen auf normal. Und wenn ein Kumpel dazukommen sollte, vielleicht passiert das ja, wer weiß, vielleicht kommt noch jemand dazu, mal schauen. Machen wir auf jeden Fall Kooperation. Jegliche Beute, die du findest, ist ausschließlich für dich und einzigartig. Dein Teamkameraden können dir deine Beute nicht wegnehmen. Du kannst jederzeit mit Spielern beliebiger Level spielen. Und hier bei dem Koop-Konkurrenzmodus ist das halt ein bisschen anders. Klassische Borderlands-Regeln, klärt vorab, wer Beute bekommt oder lasst es, schnappt euch die Beute und tut so, als ob ihr von nichts wüsstet, ist uns egal. In diesem Modus ist uns auch der Level-Ausgleich egal. Wenn einer von euch Level 20 ist und ein Level 5 wieder zustößt, solltet ihr den Kleinen beschützen oder lasst es. Ja. So, dann legen wir los. Hey, willst du eine Geschichte hören? Eine Geschichte von Abenteuer, nimm mal. Komm, hör dem alten Markus zu. Ich habe eine gute für dich. Die Geschichte beginnt hier auf dem abgelegenen Planeten Pandora. Für viele nur eine Wüste voller Gier und Gewalt. Und das stimmt. Aber du gewinnst, wenn du es bringst. Pandora ist voller Möglichkeiten. Hammerjäger. Sie suchen in den gnadenlosen Borderlands nach geheimen Alien-Schätzen. Mein Vater erzählte mir Geschichten von Kammerjägern, als ich noch klein Markus war. Jetzt erzähle ich dir eine. Aber was genau verbirgt sich in den Kammern? Ruhm, Reichtum, Macht oder so Schwachsinn wie Mitleid oder Familie? Wer weiß, nutze deine Fantasie. Was immer es ist, ein Kammerjäger muss entschlossen sein, dem missgünstigen Schicksal den Sieg abzuringen. Meine Geschichte handelt von einer speziellen Truppe von Kammerjägern am Anfang ihrer Reise. Sie sind tapfer und hungrig. Vielleicht erzähle ich dir diese Geschichte, weil du mich an sie erinnerst. Nur ein wenig. Bilde dir nichts drauf ein. Diese jungen Kammerjäger antworten dem Rufe einer Sirene. Sie heißt Lilith und sie ist eine Heldin. Sie hat Pandora unzählige Male gerettet. Lilith rekrutiert ein Team, um eine Karte zu finden, eine Karte zu Kammern in der ganzen Galaxis. Aber sie ist nicht die Einzige. Böse Mächte haben die Borderlands ergriffen. Eine Gefahr, wie sie die Galaxis nie zuvor gesehen hat. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora. Mit unseren neuen Kammerjägern, ihrer Sirenenanführerin und vor allem mit mir. Los geht's mit Borderlands. Geil.
Moin Metal Roman und moin Bansi. Grüß euch, danke euch fürs Einschalten. Moin moin. Moin Chiranor. Sehr cool. Borderlands 3. Und auf geht's hier. Bin mal gespannt. Naja, ich habe die anderen Teile schon gespielt. Also die anderen Teile habe ich auch gespielt. Zwar, ja, so mehr aus Just for Fun, ne? Was für ein schöner Tag und voller Möglichkeiten. Oh, wer kommt denn da? Eine Sirenenkriegerin von Partali. Wild und mächtig. Das wird cool. Haben wir einmal die Amara, die Sirene? Ein Bestienmeisterbot. Heimatwelt unbekannt. Lass das Ding nicht von der Leine. Ein Bestienmeisterbot. Heimatwelt, ein Geheimagent, der heimkehrt. Keine Lust mehr auf Aufträge von den Konzernen, was? Keine Fragen. Ein Geheimagent, der heimkehrt. Oh, es muss ein Buggy noch. Auf Aufträge von also den Konzernen, was? Ich will auf jeden Keine Fall hier Fragen. Den Sehen nehmen. Ja, es ist ein bisschen buggy. Ein Geheimagent der Heimkehr. Also ich will auf jeden Fall Zane nehmen. Was? Ich bin Marcus. Hast dir die richtige Zeit ausgesucht, um bei den Crimson Raiders mitzumachen? Du hast den Angriff überlebt. Ich bin Lilith, Commander der Crimson Raiders. Diese Banditen gehören zum Kult, der nach der Kammerkarte sucht. Aber wir werden sie zuerst finden. Mein Scout wartet da drüben auf dich. Viel Glück. Ja, also der Sehen. Alles klar. Hier ist deine Haltestelle, Kammerjäger. Nur noch Zeit. Der Spaß kann losgehen. Versuch am Leben zu bleiben. Ich verliere ungern Kunden. Also der Sehen hier, der kann zum Beispiel eine Drohne machen, der kann eine Barriere aufbauen oder halt also ein Duplikat von sich machen. Willkommen auf Pandora! Da kommt auch schon. Du musst der neue Rekrut sein. Ich bin Ziel vor BTP Vielzweckroboter. Claptrap. Aber nenn mich einfach General Claptrap von den Crimson Raiders. Wie heißt du? Zane Flint. Danke, ich bestell dir schon mal einen Grabstein, nur für den Fall. Also, diese Penner, die dich umbringen wollten, sind die Kinder der Kammer. Ein Banditenkult, der seinen gruseligen Anführern mit blindem Eifer folgt. Das erinnert mich an... Wenn du nach meiner Pfeife tanzen willst, brauchst du ein Echo-Gerät. Also ich habe vorhin schon mal Metal Roman schon mal ein bisschen gespielt auf YouTube für eine Folge. Echo 3. Etwas effektiver als das Echo 2 und doppelt so teuer. Abgesehen davon ist der Akku der Echo 2 ab und zu explodiert. Aber nur eine halbe Stunde bisher. Du hast auch. Lilith hat befohlen, das Propagandazentrum der Kinder der Kammer einzunehmen. Zeig diesen Kultspinnern zu zeigen, dass man sich nicht mit den Kultspinnern. Metal Woman, danke für dein Follow. Dankeschön. Danke dir. Aber wie gesagt, also, ja, wir haben das damals halt ein bisschen Just for Fun gespielt. Ja, der Horrorpunk sieht richtig nice aus, finde ich.
Der sieht richtig gut aus, oder? Wollen wir den nehmen oder wollen wir den Retro-Futuristen nehmen? Retro-Futurist oder Horrorpunk, was meint ihr? Was wollen wir nehmen? Eins von den beiden hier? Habt ihr eine Idee? Was findet ihr cooler? Horror, Retro. Ja, jetzt steht's hier unentschieden. Jetzt unentschieden. Was nehmen wir denn jetzt? Ja, sonst schreibt keiner. Dann mach ich mal Ene, Mene, Mu und raus bist du. Horror. Okay, nehmen wir Horror. Du siehst ja total schön aus. So, den können wir schon mal hier auswählen. Ja, hier könnte man die Farbe sogar noch ein bisschen anpassen. Könnte man sogar hier noch alles so ein bisschen anpassen. Oder wir lassen das halt Standard. Je nachdem, mal gucken. Das ist das andere Grün hier. Ja, wie gesagt, wir können das ja auch ein bisschen anpassen. Ich glaube, Rot ist schon cool, oder? Rot nehmen oder wollen wir das so lassen? Lassen wir einfach so, oder? Sieht ja schon cool genug aus eigentlich. Hier können wir auch noch unseren Dings hier, unser Gerät hier anpassen. Klassischer Rückruf oder Bildschirm des Todes. Mal Bildschirm des Todes hier. So, dann legen wir hier mal los. Nutzungsbedingungen? Wie langweilig! Keine Sorge, die großen Unternehmen wollen immer nur das Beste für uns. Zum Propagandazentrum geht's hier lang. Ein verschlossenes Tor? Nein, das darf nicht sein. Die ganze Mission ist ruiniert. Denk nach, Flapdress. Du bist tapfer und wunderschön. Und die Leute tun immer, was du ihnen sagst. Das ist es. Rekrut, öffne das Tor. Das ist ein Befehl von deinem Vorgesetzten. So, jetzt müssen wir hier hin. Guck mal hier, ob hier irgendwas steht, hier irgendwo. Vielleicht irgendwas zum Einsammeln. Ich glaube, hier am Anfang noch nicht, ne? Schleichte. Mega cool. Gab es eigentlich Claptrap in jedem Teil? Wisst ihr das? Wisst ihr, ob es den in jedem Teil gab? Oder gab es, ich weiß nicht, bei Borderlands 2 gab es den da auch? Also im ersten Teil weiß ich ja. Aber im zweiten Teil weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob es den da gab. Es gibt ganz sicher ein paar Leute auf dem Mond, die das nicht gehört haben. Auf Pandora ist es eigentlich eher seltsam, wenn was nicht explodiert. Jetzt nimm deine Waffe, Rekrut. Du wirst sie brauchen. Diese Waffen, so wie ich, haben nicht nur eine Primärfunktion. Ich kann tanzen und singen. Und einige Waffen haben einen alternativen Feuermodus. Oha, Granaten hier. Oder ist das? Ah, ne, ist Munition. Hier hatte ich hier hinten, hatte ich auch schon mal vorhin ein paar Sachen gesehen, ja? Hier ist zum Beispiel noch was zum Einsammeln. Was ist hier los? Kein Stress!
G-Point. One more time. Just do it again. G-Point, danke dir für deinen Sub. Oha, was ist hier los? Was ist hier los? Das Spiel braucht ungefähr 20 bis 30 Gigabyte. Metal Roman. 20 bis 30 Gigabyte. Nein! Mal ein bisschen Leben aufleben hier. Leben aufnehmen. Wo ist er? Wo ist er? So, wir müssen jetzt mal ein bisschen Leben aufnehmen hier. Und wie gesagt, das Spiel gibt es für PC nur über den Epic Store, ne? Also das gibt's bei Steam. Bei Steam gibt's das nicht. Ich weiß, Claptrap ist manchmal ein wenig claptrappig. Aber er ist einer von uns. Du musst ihn retten. Ich bin bald bei dir. So, ich glaube, hier haben wir erstmal soweit alles eingesammelt, ne? Hier die Heilung noch. Genau, die Heilung noch. Sonst ist hier, glaube ich, erstmal nichts mehr. Was haben wir hier noch? Oha. Oha. Neue Waffe. Und, glaube ich, kann man jetzt... Oh Gott, da geht's ja weiter. Jetzt mal gucken. Wir haben jetzt die mit... Die, genau, die Waffe wollte ich auch erstmal drauf haben. Ein bisschen snipern hier. Oben ist aber nichts mehr. Gut, dann gehen wir weiter. Zu Claptrap. Wie gesagt, das ist jetzt der normale Schwierigkeitsgrad. Mangalf, moin, grüß dich. Nizi Spoiler, jo, ein bisschen gespoilert hier. Ist der Anfang jetzt gerade. Moin. Nizi, sei grüß und danke dir fürs Einschalten. Und moin Mangalf, danke dir auch fürs Einschalten. Moin, moin. Irgendwo war da hinten noch aber noch, warte mal. War das jetzt schon? Die alle schon tot? Weiß gar nicht, die jetzt schon tot sind. Mal ein bisschen ballern. Du, Mangalf, wenn du das Spiel auch hast, können wir das auch zusammenspielen, ne? Also, ich suche hier immer noch ein paar Mitspieler. Also, wenn jemand Bock hat, kann er sich hier gerne auch mit einklinken. Also, ich habe jetzt hier, wo ist es hier? Mal, das sind die Ziele. Oha, Nizi, was ist da los? Muss endlich Bauspenden umstellen. Moin. One more time. Just do it again. Nizi, danke dir für deinen Sub im 18. Monat. Dankeschön. Danke für deine Unterstützung. Haha, ich muss endlich mal auf Spenden umstellen. X-Dero Felkopter Doppelol. Nizi, nochmal GZ zu deiner Beförderung bei EA. Nochmal GZ. Herzlichen Glückwunsch schon mal, ne? Freut mich, dass es geklappt hat.
Und ja, hast dich ja auch gut vorbereitet gehabt, ne? Auf jeden Fall GZ, ne? Weil der Star Wars Specialist, ey. So, wir sammeln erstmal alles ein hier. Ja, wie gesagt, ich glaube, man kann hier und dann, genau, hier rauf. Und hier könnte ich jetzt halt Freunde einladen, wenn jemand online ist. Oder die können wir auch joinen. Vielleicht kriegen wir das ja bis zum nächsten Mal oder so hin. Danke, ja, promoted. GZ auf jeden Fall, Nizi. So, hier ist alles nur Munition. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob es hier auch eine Waffenkiste gibt. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt am Anfang erstmal keine weiteren Waffen. Diese beiden Waffen haben wir jetzt erstmal. Hier ist erstmal nichts. So, dann holen wir uns mal das Schild. Da oben ist, glaube ich, auch noch was drauf, oder? Hier ist... Oh, was ist das hier? Auch nochmal Heilung, Munition. Oh, Granatenmodule. Hier sind Granaten drin gewesen. Siehst du? Einmal hier den Trockner durchsuchen hier. Hier haben wir auch noch Granaten. Jetzt haben wir 3 Granaten. Die müssen uns gut aufheben. Mal, wir kriegen ja später, glaube ich, noch so ein Granatenmodul, ne? Hier ist auch erstmal nichts. So, dann gehen wir mal unser Schild holen. Aber wir kriegen jetzt das erste Schild. Das ist natürlich sehr cool. Dann sind wir auf jeden Fall halt nur ein bisschen länger durch. Mal sehen, ob hier... Oh, da ist sogar ein gutes Schild drin, ne? Da ist sogar ein gutes... Jetzt haben wir hier ein grünes Schild. Kapazität 126. Wir hier mal gucken, die haben nur 77, ne? Deswegen ist schon nicht schlecht. Nizi, das müssen wir auf jeden Fall mal zusammen zocken, denn... Gerne auch mal mit Maria, wenn Maria Bock hat. Ne, können wir gerne mal machen. So, nimm den Schild, haben wir. Oha. Oh, jetzt kommt der Boss. Mal, ich nehme erstmal kurz die andere Waffe, weil da haben wir hier mit C, können wir die Raketen machen. Vielleicht können wir ihn dann so ein bisschen schwächen. Board a knife. Brachte eine... Oha. Mal die zweite Waffe. Vielleicht haben wir hier irgendwo noch ein paar Kisten. Und nur mal kurz die erste Waffe. Jetzt haben wir auch die Zip-Raketen hier. Ich kämpfe für die Zwillingsgötter! So, Level 2. Level 2, Action Skills freigeschaltet. Glückwunsch, bist dein Level aufgestiegen. Durch den Levelaufstieg wird deine Gesundheit dauerhaft gesteigert und deine Gesundheit und Schilde werden sofort aufgefüllt. Aber vor allem werden nun deine Action Skills freigeschaltet. Du kannst aus 3 Action Skills wählen. Erkläre gar mal, nicht, wenn man es genau nimmt. Ich mag so irre. Oh, die nehmen wir auch mal auf hier. Ein Punkt für die Crimson Raiders. Du und Claptrap, ihr sichert den Bereich. Ich bin unterwegs. Hallo, ist Montag frei. Ja, können wir Montag auf jeden Fall mal einen Angriff nehmen, ne? So, jetzt haben wir eine neue Waffe. Jetzt haben wir hier... die hat 5x10 Schaden. Nehmen wir die auf jeden Fall noch mit rein hier. Gucken wir uns die gleich mal an. Oha, ist das denn? Alter. So, jetzt müssen wir uns hier noch einen Skill freischalten. Skills, Action Skills. So, jetzt gucken wir mal. Also wir können jetzt auswählen hier einmal zwischen einer automatisierten Drohne, die kontinuierlich durch die Umgebung fliegt und Feinde mit ihren MGs angreifen lässt. Das Drücken von F oder G beaktiviert der SNTNL lässt sie die Feinde in Sehens Fadenkreuz angreifen. Siehst du? Also das könnten wir machen, die Drohne. Dann haben wir noch den Klon. Entzeugt einen Digiklon von Sehen. Der Klon bleibt stehen, feuert auf Feinde und lenkt sie ab. Oder wir machen hier die Barriere.
stellt eine mobile Barriere auf, die ankommende Projektile blockt. Zane und seine Verbündeten können durch die Barriere schießen und so erhöhten Schusswaffenschaden verursachen. Ja, was wollen wir da jetzt nehmen? Also, Drohne ist ja schon mal cool, das ist ja mehr so ein bisschen passiv so, ne? Der Digi-Klon vielleicht in Not einsetzen. Ja, dann könnten wir nehmen. Oder halt die Barriere aufstellen und dann versuchen, mal durch die Barriere durchzuschießen. Wäre, denke ich mal, auch nicht schlecht. Also müssen wir halt mal schauen. Was würdet ihr sagen, was wollen wir nehmen? Wollen wir die Barriere oder den Klon nehmen? Oder die Drohne? Ansonsten nehme ich jetzt entweder den Klon oder die Barriere. Was nehme ich denn da am besten? Klon oder Barriere? Denn ich fände Klon sinnvoller. Genau, dann nehmen wir mal Klon. Gehen wir mal rein. So. Ich komme nicht runter. Die Steuerung ist im ersten Schlag. Jetzt müssen wir erstmal kurz mal hier noch ein bisschen looten. Alles voll. Alles voll. Hier haben wir noch eine Mülltonne. Oha, ist das denn hier Shotgun-Munition? Wir können ja auch noch, ich glaube, müssen wir jetzt schon... Wir müssen erstmal hier hinten nochmal gucken. So, dann gehen wir jetzt hier eh schon hoch. Decoy, meinst du jetzt, weil ich alleine spiele, ne? Meinst du, ne? Oder wegen Damage oder was? Obwohl, ja klar, wenn man alleine spielt, dann hat man auf jeden Fall noch jemanden, der dann ein bisschen ablenkt, das stimmt schon, ja. So, dann befreien wir mal unseren Claptrap hier. Da ist er runtergefallen. Da ist er. Ah, jetzt hab dich nicht so. Oh, hammer krass, ey. Nitzi, Spoiler. Tagchen. Geil. Commander of the Crimson Raiders. Operation Trojanischer Claptrap war ein voller Erfolg. Hab ich alles alleine geschafft. Ganz bestimmt. Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? Ach so, okay. Ich bin Zane. Und du bist die Lady in meinem Gehirn. Ja, yeah, was das betrifft, das wird nicht das Schrägste sein, was du auf Pandora erlebst. Aber im Ernst, danke, dass du dich gemeldet hast. Wir sind vielleicht nicht viele, doch mit einem Badass wie dir haben wir wenigstens eine Chance. Willkommen bei den Crimson Raiders. Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatenmod wird hilfreich sein. Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir los... Granatenmod. So, jetzt müssen wir erstmal, glaube ich, ins Inventar, ne? Das haben wir hier und den legen wir da rauf. Genau. Melde dich, wenn du bereit bist. Rüste den Granatenmod aus, haben wir. Etwas mehr Wumms hat noch niemandem geschadet. Außer meinen Zielen. Alles klar. Einfach G drücken. Hey, wir erstmal ein. Ah, haben wir voll. Oh, da kommen sie. Da kommen sie. Zeig, was du kannst, Rekrut. Da kommen sie. Das sind so viele. Wir sind verloren. Macht die Augen auf! Die Gottkönigin will ihren Kopf! Fliegende Buletten! Mit Einschusslöchern wirst du viel besser aussehen! Das habe ich vermutlich verdient! Oha! Komm noch mehr? Was, glaube ich? Ja, die Waffe hier, also so eine Shotgun, das ist nicht so meins. Also dann lieber irgendwie Submachine Gun oder so. Okay, wir haben eine Basis. Vielleicht wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten.
Los, Killer, mir nach. Wir folgen ihr. Ich fass mal kurz zusammen. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands. Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Hier lang. Ich war so mit der Suche nach der Karte beschäftigt, dass mir nicht auffiel, wie Pandora sich veränderte. Die Banditenclans haben sich früher zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Die Kinder der Kammer. Genau. Komm schon, sehen wir uns um. Die Kalypso-Zwillinge sind ihre Anführer und ihre Anhänger verehren sie wie Götter. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt und sie metzeln jeden nieder, der ihnen in die Quere kommt. Gerüchten zufolge soll ein Banditenclan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Oha. Vielleicht ist das die Karte. Finden wir es heraus. Finden wir es heraus. Ich wusste, dass du es drauf hast. Schiffs Heiligtum. Gucken wir erstmal, ob wir hier was looten können. Hier ist auf jeden Fall was. Bisschen Monetus. Was haben wir denn hier? Der Sonnenklopper-Clan hat die Heilige Kammer. Oh Gott. Wie jetzt hier? Kommen gar nicht mehr hoch hier. Oh Gott. Sind wir hier? Komm hoch hier. Ich wusste es. Wir müssen die Sonnenklopper vor ihnen erreichen. Na, hier ist nix. Ich öffne das Tor. Auch nix. Gut, dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen, ne? Finde den Sonnenklopper-Chef. Ach, da müssen wir jetzt lang. Komm schon, hier lang. Hier müssen wir lang. Mal gucken, ob wir noch was looten können. Was ist das hier? So, jetzt gehen wir in den nächsten Bereich rein. Den Sonnenklopper-Chef. Mal schauen, ob der jetzt... Ich schlage das Lager auf und sammle Informationen zu den Kalypsos. Finde den Sonnenklopper-Kriegslord und tue, was nötig ist, um an die Karte zu kommen. Oh. Ihr scheint alles im Griff zu haben. Viel Glück. Ich gehe Müll abhängen. So, warte mal. Also, was haben wir hier? Oh, dieser Ort ist ziemlich scheiße. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders bei Null anfangen. Das ist keine Sanctuary. Kommen wir gar nicht durch. Ellie das Schiff bald flott. Von oben vielleicht da rein oder was? Wie kommen wir dahinter? Weil dahinter ist was zu sehen. Da kann man was looten. Such mal hier hoch. Ne, kommen wir auch nicht hoch. Ne, da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Auf jeden Fall kann man dahinter irgendwas looten. Da liegt auf jeden Fall ein Schatz. Vielleicht kommen wir irgendwann später mal dahin. Mal schauen. Oder wir kommen hier von außen vielleicht. Wenn wir hier rumlaufen. Und dann hier lang. Mal schauen. Und jetzt hier. Wir müssen da rüberkommen. Wir müssen in den hinteren Bereich reinkommen. Oha, haben wir geschafft. Gucken wir, ob da jetzt ordentlich Monetos sind hier. Beutezug durch 6 Galaxien. Öffne Beutekisten. Oha. Wollen wir jetzt machen oder was? Ist hier eine Beutekiste? Haben wir denn jetzt hier eine Beutekiste? Skills. Echter Rang. Wir keine Beutekiste. Haben wir irgendwie im Inventar eine Beutekiste? Nee, ne? Wir haben keine Beutekiste hier, ne? Gut. So, gehen wir mal weiter. Hier ist nichts mehr. Wie kommen wir hier eigentlich wieder raus? Achso, ne. Achso, springen wir einfach rüber. Okay, okay, okay. Hier oben waren ja noch die beiden Automaten hier. Jetzt haben wir hier Munition auffüllen. Ja, kann man eigentlich nicht. Jetzt raus hier. Die Munition schießt sie nicht von selbst. Was haben wir hier? Das sind jetzt, das sind Granatenmods. Okay, das sind Granatenmods. Was haben wir hier? Objekt des Tages. Das sind die Schilder. Okay. Schon mal die beiden Automaten.
Was haben wir hier? Hier können wir wieder unseren Charakter anpassen. Ja, genau, können wir das anpassen. Brauchen wir auf jeden Fall mal eine andere Waffe hier. Boah! Die Toilette hier. Boah, hier haben wir noch Statue, kleine. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal los, ne? Hier ist Lilith unterwegs. Gut. Wir müssen jetzt... Wir müssen finden den Sonnenklopper-Chef. Haben wir hier ein Auto in der Nähe? Mal gucken. Wir hier vielleicht bei der Garage? Können wir hier uns ein Auto mieten? Mal schauen. Ja, ich glaube, das geht noch nicht, oder? Das funktioniert noch nicht. Das geht erst später, glaube ich. Auf jeden Fall die andere Waffe hier. Da drüben war einfach nur, ich glaube, das ist Porten hier. Genau, das ist Schnellreisefunktion. Schnellreisefunktion. Kammerjäger, Detail zum aktuellen Ort. Die Einöde. Schwenk über die Karte. Wir sollen hier einfach nur hier vorne ein Stück. Da brauchen wir jetzt kein Auto. Da gehen wir jetzt einfach zu Fuß hin. Gehen wir einfach mal zu Fuß hin hier. Aber ich glaube, hier geht schon los. Da ist Claptrap. Was haben wir hier? Mein Automat ist kaputt. Wir sollen den Automaten reparieren. Wie soll ich da Gewinn machen auf diesem öden? Ich meine, Premium-Waffen an heldenhafte Kammerjäger verkaufen. Wir sollten meinen Automaten reparieren. Und damit meine ich, reparier du mein Automaten. Mal kurz gucken. Jetzt haben wir hier den Automaten. Warte mal, wo sind hier die Missionen? Schnellreise, alles klar. So, Herausforderungen, Freunde in der Nähe. Mit starke Verbindung, identifiziere das Problem. Der liebenswerte alte Markus braucht deine Hilfe bei der Reparatur eines Automaten, der von ein paar Banditen geplündert wird als Bewohnung. Winkt der Zugang zu einem. Okay. Können wir eigentlich auch mal anklicken hier, ne? Müssen wir wieder zurück, oder was? Identifiziere das Problem. Okay. Oh, hier ist was kaputt. Verdammte Psychos. Immer diese Plündertouren, um ihre Bassäxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Okay. Einige Skags sind voll mit Strom. Bring mir eine ihrer Wirbelsäulen. Oh. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Moin, so alter Kammerjäger, will du das geben? Ja, läuft sehr gut. Wenn du sehr gut. Dich besonders grausam fühlst, besorg eine menschliche Wirbelsäule von einem dieser dreckigen Banditen. Das könnte auch funktionieren. Aber hier sind, glaube ich, beide. Was war das? Da war ein Hund. Guck mal, da hinten ist ein Hund. Na hier, die brauchen wir, glaube ich. Oh. Oh, oh. Da kommen noch mehr. Uiuiui. Oh Gott. Oh Gott. Fatal ist mein zweiter Vorname. Zane Fatal Flint. Läuft. Moin, Feierabend. Alles gut bei dir, kleiner Mann? Moin, moin. Grüß dich. Danke euch fürs Einschalten. Moin. So, wir müssen hier mal in die Höhle rein. Oh Gott, da kommen noch mehr. Oh! Er zittert vor Furcht. Oha. Oh Gott. No! Oh, hier haben wir noch eine Waffe. Nehmen wir erstmal mit.
kommt schon gleich die Mutti hier, oder? Oh Gott, da kommt ein Großer. Da kommt ein Großer. Uiuiui, oh, da kommt nochmal Kleine. Oh Gott. Alter Verwalter. Ja, komm her hier. Boah, heftig. Wir können ja mal unseren Klon machen hier. Verdammt, du siehst gut aus, ey. Junge. So, wir müssen mal ein bisschen looten. Oh Gott, dann nochmal Waffen hier. Alles einsammeln hier. Und zwar alles noch weiße. Oh, hier haben wir eine grüne Waffe. Geil. Was haben wir denn hier noch? Ach, die Wirbelsäule, ja. Nochmal eine. Komm, jetzt müssen wir. Eigentlich können wir. Wir müssen die Höhle mal untersuchen, oder? Komm, wir untersuchen jetzt die Höhle hier. Kommen wir da hoch? Kommen wir denn da hoch, ja? Kommen wir bestimmt von der anderen Seite. Da ist ein Schatz. Und auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall Schätze. Gehen wir erstmal. Warte mal, benutze die Scarecrow-Säule. Sammle die Scarecrow-Säule. Die sollen wir jetzt benutzen? Kann man die dann benutzen? Mal hier hinten. Ach, das ist die andere Quest, okay. Gehen wir erstmal zurück. Wir müssen gleich nochmal die Waffen durchgucken. Wir haben jetzt ein paar neue Waffen gelootet. Eine menschliche Wirbelsäule. Haben wir eigentlich. Haben wir das gemacht? Ja, ne? Okay. Installiere die Wirbelsäule. Haben wir sogar eine. Gut gemacht, okay. Kammerjäger. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Okay, dann gehen wir da mal hin. Mission abgeschlossen. Wir können übrigens jetzt hier schon wieder skillen, ne? Jetzt hier schon wieder die Skills. Na? Jetzt können wir hier einen Punkt vergeben, ne? Muss zum Aktivieren gekauft werden. Warte mal. Hä? Warte mal, passive Fähigkeit? Hier können wir jetzt. Das haben wir ja geskillt. Können wir das jetzt hier nicht weiter skillen? Wir haben doch jetzt einen Punkt bekommen hier, oder? Passiv-Skill. Oder hier, ne, 5 Punkte um Skillbäumen. Erforderlich. 10 erhöht seine erhöhte. Erhält eine erhöhte Action-Dauer. Machen wir das einfach mal. So. Jetzt gucken wir uns nochmal die Waffen an hier. Was haben wir hier? Was haben wir hier für eine Waffe? Kleine MG. Hier nochmal mit Messer. Können wir eigentlich mal ausprobieren, ne? Einfach mal testen. So. Und. Oha, Doppellauf. Alter Schwede. Geil. Geile Sache. Oh, was haben wir hier? Noch eine Shotgun? Ne, die wollen wir nicht, die Shotgun. Ne. Die wollen wir nicht. Boah, das kostet sogar 2, okay. Mahale Man, Splainer, Striking Wolfhound. Könnte man auch mal nehmen, ne? Powerplay. Oh, die haben alle so wenig Schaden. Was ist die Schrotflinte? Oh, oh, oh. Level 4. Okay, die ist für Level 4. Nochmal eine Shotgun. Ja, Shotgun habe ich nicht so Bock drauf. Die hier ist doch cool eigentlich. Wollen wir da was kaufen, ey? Oder wollen wir lieber die Waffen selber finden? Ich glaube, selber finden ist geiler, ne? So. Auto können wir, glaube ich, immer noch nicht. Wir müssen jetzt zu Fuß weiter hier. Ich glaube, das ist jetzt das Lager da hinten. Ich weiß gerne, mit wem ich arbeite. Wieso bist du ein Kammerjäger geworden? Oh, ich habe mein Geld mit schmutziger Arbeit für jedes reiche Arschloch an diesem Ende der Galaxis gemacht. Dachte mir, es ist sicherer aufzuhören, bevor mich einer von denen mit einer Kugel bezahlt. Das Kammerjäger-Dasein ist also meine Rente, schätze ich. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Die Kammern ziehen alle möglichen Typen an. Vergiss nicht, der Macht in ihnen ist schwer zu widerstehen. Wir müssen sicherstellen, dass sie nicht in die falschen Hände fällt. Vertrau mir, ich kenne das. Machen wir mal Doppellauf hier. Oh Gott, Granate. Ja, das ist doch geil, oder? Das ist doch eine geile Waffe. Die ist richtig nice.
Grauzone. Ich bin nur ich allein und ich sterbe jetzt. Und noch mehr? Ich glaube, das war's, oder? Jetzt kommt bestimmt gleich der Sonnenklopper-Chef hier. Da vorne ist doch, hier ist doch irgendwo ein Gegner, da oben. Da hinten sind noch mehr. Jetzt haben wir natürlich keine. Doch, hier haben wir noch einen. Ach Gott, was ist das denn? Keine Munition mehr hier. Komm, Munition aufnehmen. Oh Gott! Ist hier noch Munition? 5 Schuss haben wir noch. Oh oh. Keine Munition mehr. Oh Gott. Das ist nicht gut. Können wir irgendwie Nahkampf machen hier? Oh Gott. Ich habe keine Munition mehr. Ich gehe nochmal kurz zurück. Hier nochmal ein bisschen Munition aufsammeln. Haben wir noch hier irgendwo Munition? Oh Gott. Gibt's doch nicht. Keine Munition mehr. Ich mache eine Granate hier. Ich glaube, da müssen wir eine andere Waffe nehmen, ja. Mal kurz, was haben wir hier noch? Die Schrotflinte. Nehmen wir die nochmal mit rein. Na, jetzt haben wir 72 Schuss. Nehmen wir erstmal die Waffe. Bis gleich, Killer. Bin auf dem Sofa, Jungle gucken. Alles klar. Feierabend. Bis gleich. Ah, ist zu wenig. Zu große Streuung hier. Dir sicher anders vorgestellt. Oh Gott. Oh, das ganze Lager hier. Dahin, ja. Rette mich, Terry! Ist weg! Nicht erfüllt!
einer. Ich glaube, ein Gegner ist hier irgendwo noch. Da hinten ist immer noch einer. So, 18 Schuss haben wir noch. Ich hoffe mal, dass wir von der anderen Munition jetzt schon wieder ein bisschen was aufgesammelt haben hier. Sag mal was rum. Na komm, zeig dich. Was ist los hier? Oh Gott. Na komm ran hier. Junge. Oh, ich glaube hier irgendwo ist der Boss. Ah, ne, da hinten sind noch welche. Ich guck mal gerade die andere Waffe. Ob wir da jetzt schon ein bisschen Munition wieder haben. Ja, 100 Schuss haben wir da jetzt. Ich müsste mal die ganzen Kisten hier öffnen. Da gibt es bestimmt noch Munition hier. Ich geh nochmal kurz gucken hier. Oh. Komm, gib mir Muni. So, jetzt geht's schon wieder ein bisschen besser. Ich glaube, wir rennen hier direkt in die Höhle des Löwen rein. Irgendwo sind hier die Gegner. Oh Gott. Und weiter geht's. Oh Gott. LOL! Kommt sie denn her? So, hier irgendwo ist noch der Boss. Irgendwo ist noch der Boss hier. Irgendwo ist hier noch. Ich glaube, der ist über uns. Der müsste hier über uns rumlaufen. Hier, da ist er doch, ne? Ist das der Boss jetzt? Nee, ne? Kein Boss, oder? So. Oh Gott! Wo ist der Sonnenklopper-Chef hier? Oh Gott, kommen wir da rein? Oh, gar nicht rein. Level 4. So, gucken wir mal. Und gleich nochmal die Waffen durchgucken hier. Kommen wir da rein? Nee, ne? Nein. Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben. Nicht so! Leute, das ist oh, nicht guck mal hier. Nicht sehr. Oha. Da haben wir noch ein Schild. Oder ist das? Also das Heilmodul. Da kommen wir nicht rein. So, gucken wir mal kurz. Was nehmen wir denn jetzt noch hier als Skill wieder? Sam hier sehen und sein Liegetod erhalten eine Höhe. Erhöhte Magazingröße. Das hört sich auch gut an. Das gehen wir auf jeden Fall auch mal. Jetzt haben wir keine Punkte mehr. So, gucken wir noch die anderen Kisten hier durch. Das ist natürlich ein Riesenlager hier. So, gucken wir kurz ins Inventar rein. Was haben wir hier? 10 Schaden. Hier haben wir 8. Dann können wir den eigentlich wechseln, ne? Können wir den eigentlich mal wechseln? Haben wir hier noch irgendeine andere geile Waffe? Ist das hier? 21 Schaden. Die ist ja auch nicht verkehrt, ne? Nehmen wir mal die mit 21 noch mit rein. Ja, hier haben wir eigentlich nur die ganzen normalen. Hier haben wir noch einen Agentenkopf. Das sind die ganzen Schrotflinten hier. Sonst ist hier nichts, ne? Gut. Mal wieder eine zum Zoom. Und was haben wir hier? Rette mich!
Das ist wieder eine mit Doppellauf hier. Ne, das ist mit Raketen, okay. Gut, dann machen wir mal weiter. Weiß nicht, ob wir hier noch, entweder durchsuchen wir hier noch alles. Eigentlich müssen wir noch alles durchsuchen hier. Hilf mir doch jemand! Damit meine ich dich! Okay, dann gehen wir mal suchen hier. Der ist bestimmt da hinten irgendwo, ne? Ich glaube, wir müssen hier einmal durch, genau. Einmal hier durch. Okay, das ist ja ein ganz toller Streich. Wir hatten alle einen super Spaß. Bis auf mich. Munition haben wir eigentlich genug jetzt. Bitte! Hol mich runter! Jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt der Boss. Moin, Falken. Grüß dich. Danke dir fürs Einschalten. Herzlich willkommen. Moin. Oha. Hilfst du mir? Vaughn. Bandit. Live. Bandit live. Schieß mich hier runter, okay? Oh, wir sollen runterschießen. Aber nicht so. Nicht so. Oh Gott, ne. Oha. Steffen. Moin. Danke dir für deine 100 Bits. Dankeschön. Danke für deine Unterstützung. Moin, moin. Füße funktionieren. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ist das jetzt der Gegner? Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, Ich nehme mal kurz nochmal, vielleicht nochmal eine andere Waffe mit rein. 5x10 Schaden hier, das hört sich gut an. Nehmen wir die noch mit rein. Was machst du hier? Ich arbeite mit den Crimson Raiders zusammen. Lilith schickt mich, um irgendeinen Quatsch zu finden. Gibt sicher eine Belohnung. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen Alienschrott fand. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bros. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders so ab? In einem ehemaligen Propagandazentrum. Es hat eine neue Leitung. Hab alle getötet. Das ist super. Na los, nichts mehr weg hier. Ich gehe vor, auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Die Schlipper hier. Leben. Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Sie waren in der Überzahl, aber nur 20-1. Pech für sie. Ich bin beeindruckt. Oh Mann, die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Das stört voll den Energiefluss. Oh, ich kenne eine Abkürzung. Hier entlang. Abkürzung? Na dann zeig mal. Ja, dann los, geh. Na, ich glaube hier, genau hier war das Lager, was wir von unten gesehen haben. Genau hier war das. Können wir jetzt gleich nochmal ein bisschen durchsuchen hier. Da wo wir das Schocker-Tier da erledigt haben. Wo wir die Wirbelsäule rausgeholt haben. Oh Gott, die sind wieder da. Säubere das Gebiet. Ich hab's noch drauf. Ist er schon unten? Die sind weg, ne? Sind sie weggerannt? Kommen gleich wieder, Leute. Alter! Oh Gott! So ist gut jetzt hier.
Jetzt kommt gleich wieder Mutti hier. Mutti ist schon wieder da. Alter! Alter! Alter Verwalter! Moment! Ich muss gerade nachladen! Oh Gott! Alter Verwalter. Alter Verwalter. Diese Kalypsos hören nicht auf, bis alle Banditen auf Pandora sie als Götter verehren. Inventar voll, jetzt müssen wir es noch wieder verkaufen. Was hier? Können wir nichts mitnehmen. Müssen wir hier Schrott rauswerfen hier. Können wir den Schrott hier rauswerfen? Fallen lassen. Ja, lass ihn fallen. Kann ich ihn nicht fallen lassen? X. Achso. Nehmen wir nochmal hier das Schild nochmal mit. Oh, wir verpissen uns mal lieber hier, sonst kommen wir gleich noch mehr. Nicht zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Dicke wie Bros. Das gibt's wirklich. Oha, was ist da los? Falken! Was ist da los? Mit Level 10 kriegst du eine dritte Waffe. Pandora steckt in Schwierigkeiten. Was ist das denn für ein Code? Falken. Vielleicht ist Level das auch 10? Nur der rohe Wüstenwind auf meiner sonnengegerbten Brust. Was ist das für ein Code? Falken? Danke dir auf jeden Fall. Ich weiß zwar noch nicht, was das ist, aber hier können wir nur einkaufen, ne? Hier können wir nicht leer kaufen, ne? Sie sehen klein aus, aber Shift G für so drei Schlüssel in Gold. Ah, oh, aber den kann ich jetzt noch nicht eingeben hier, ne? Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig. Die Shift-Codes kann ich noch nicht verwenden, glaube ich, ne? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst. Und das... Ah, okay. Mach ich gleich mal. Danke dir. Warte. Social... Muss ich gleich mal eingeben hier. Mal. Shift. Annehmen. Anmelden. Okay, muss uns erstmal... Ich glaube, ich habe... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie mein Account da ist. Oh, gute Frage. Was das... Das weiß ich jetzt echt gerade nicht, ey. Weiß nicht, ob das der Account ist hier oder ob das noch ein anderer ist. Oh. Was? Wieso nimmt der den raus? So, und jetzt? Doch jetzt. Das ist, glaube ich, falsch, ne? Anmeldung fehlgeschlagen, ja. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie. Muss ich später mal ein anderer mal gucken, wie da mein Account ist. Nee. Boah. Komm, jetzt glaube ich auch nicht so schnell drauf. Nee, muss ich nachher mal probieren. Aber danke dir erstmal noch. Jo, muss ich nachher mal probieren. Schön dich zu sehen, Juan. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Karte. Weiß ich nicht. Nee, ich habe keine Karte gefunden. Die Karte war weg. Aber ja. Ich habe einen Banditen als Souvenir. Karte? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Erstmal meine Freundin ein Auto. Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Begib dich zu Ellie. So, ich brauche aber erstmal irgendwie Munition hier und ein bisschen Leben wieder hier. Wo kriegt man eigentlich die, Kisten? Ich hatte vorhin, glaube ich, irgendeine Kiste... Konnte ich schon nehmen, aber ich weiß gar nicht, wo man die hier abholt, die Kisten. Weil hier sind ja die beiden Automaten, da kann man ja eigentlich nur kaufen, ne? Mal Gesundheit wieder auffüllen, kann ich mal machen. Munition auffüllen ist auch schon mal gut.
Rasmuk TV, danke dir für deinen Follow. Dankeschön, dankeschön. Gut, dann gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Haben wir erstmal alles aufgefüllt. Wir sollen jetzt da nach rechts, okay. Da hier vorne haben wir auch schon wieder noch eine Nebenquest. Na, ich hatte vorhin hier irgendwie so eine, Meldung bekommen, dass ich hier irgendwie eine Kiste öffnen kann. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Also da stand irgendwas mit irgendwelcher Kiste einlösen oder sowas. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber du war irgendwie so eine Meldung vorhin. Bitte hilf mir! Klepp hat dank seiner magnetischen Persönlichkeit seine Antenne verloren. Hilf ihm, geeignete Ersatzantenne zu finden. Hey, gut, okay. Thomas, der hilft mich! Ich hab meine... Müssen wir seine Antenne nachher nochmal suchen. Wahrscheinlich eine Shift-Kiste, ja. Glaube ich auch. Ich gehe nochmal kurz. Sieh das als Chance, Kumpel! Ich kann dir helfen, deinen Look aufzupeppen! Ja, ich werde größer und holen uns erstmal ein Auto hier. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Und wo kann man verkaufen eigentlich? Oh Gott. Boah, kriegt ja gar keinen Schaden. BTF. Oh Gott! Alter, der ist richtig stark. Alter Verwalter. Boah. Der ist mal richtig stark hier. Molliger ist kacke, ja. Brauchen wir echt stärkere Waffen, wa? Boah, guck mal, das ist auseinandergeplatzt. Da, lila! Da war... Ach, das sind diese Währungen, ne? Aber jetzt müssen wir tauschen hier. Tauschen einfach mal, komm. Geil. Aber jetzt müssen wir mal die erste Waffe nehmen. Tauschen die auch mal. Oder jetzt die andere? Ja, ne? Genau. Boah. Jetzt haben wir noch ein Schild. Können wir auch tauschen. Wir können einmal den Quatsch hier... man kann switchen zwischen kaufen und verkaufen. Okay. Ich muss hier mal den Quatsch hier mal rausschmeißen. Mal wegfallen das hier. Wollen wir sonst erstmal mal verkaufen gehen? Komm, wir gehen erstmal nochmal verkaufen hier. Mal hier vorne war doch... Ich guck mal, ob ich jetzt hier auch verkaufen kann. Hier steht ja nur einkaufen. Und wo kann man hier... Okay. So, hier verkaufen. Gibt es nicht gleich alles aus? Außer natürlich hier. Hier, Matschschacht schaltet dieses Skin für den schneller zu fahren, okay. Die kann auch erstmal weg. Gut, haben wir erstmal ein bisschen was verkauft. Wie viele Monetos haben wir jetzt hier? Sieht man das irgendwo? Ah ja, 1700 schon. Das läuft. Den Skin nutzen, dann hast du den. Ach so, kann man den einfach anklicken? Okay. Geil. Danke dir. Das läuft. Dankeschön. Gut, jetzt gehen wir erstmal rüber hier. Oder Eulentante hier. Die weißen Waffen brauchen wir gar nicht mehr mitnehmen, glaube ich. Ah, können wir zum Verkaufen die Waffen mehr einpacken, aber die weißen Sachen nehme ich gar nicht mehr mit. Warren, was soll der Scheiß? Du weißt, dass ich die Karte suche. Wieso hast du sie mir nicht gebracht? Oh, ganz ruhig, okay? Ich weiß, was du damit sagen willst. Es ist meine Schuld, dass die Karte jetzt in den Händen von Kultpsychopathen ist und nun ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ganz genau, das wollte ich sagen. Okay, verstanden. Oh Gott, wer ist denn der Dicke da? Entschuldigungsliegestütze. Achso, das ist groß. Du musst nicht. Sorry. Oh Gott. Nochmal von vorn. Was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? Oh Gott. Irene wird Suppe aus dem Schädel der Ketzerin trinken. Oh, ich bin abgerutscht. Wer ist sie denn? Oh,
nicht bemerkt. Ach, das ist Ellie. Lol, Ellie. Nicht schlecht. Moin, Ellie. Hab gehört, dass ihr hier in der Gegend seid. Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum glotzt du mich so an? Das mit dem Raketenwerfer hast du voll drauf. Ich liebe solche Frauen. Wie charmant. Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Und danke für den Besuch. Nimm ein Fahrzeug, stiehl ein Fahrzeug. Okay. Nimm ein Fahrzeug. Gehen wir erstmal. Müssen wir hier hinten erstmal weiter, ne? Oder? Mal auf die Karte gucken. Ach, da hinten sollen wir lang. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Ja, wie gesagt, vielleicht können wir Montag wirklich dann mal ein bisschen Multiplayer. Oh Gott. Ein bisschen Multiplayer machen. Hey, siehst gut aus, Alter! Boah, die ist aber ziemlich ungenau hier. Ja, die ist ziemlich ungenau. Habt ihr das gesehen? Mal gib mir schon mal die andere Waffe hier, die besser ist. Aber die wackeln alle so, ne? Alle ziemlich am Wackeln. Munition wird auch schon wieder ein bisschen knapp hier, ne? Ist auch so eine Art Schrotflinte hier, ne? Ja. Hier gerade ein Auto. Ich glaube, kommt jetzt hier ein Boss. Oh Gott. Oh Gott, sie kommen. Mist, ich brauche ein neues Magazin. Na, ja, die sollen hierher kommen. Lieder gesungen. Boah.
dass der immer so wackeln muss hier. Boah. Muss ich da ran hier? Also irgendwie wackelt mir der hier zu doll beim Zielen. Das ist die Krise hier. Den haben wir jetzt mal in den Kopf geschossen hier. Komm ran hier. Ja, die Waffe ist eher für Nahkampf hier, also für den Fernkampf ist sie nicht so gut. Ich glaube, wir haben jetzt alle besiegt. Ah, Alter. Also die eine Waffe hier, die ist eigentlich ziemlich geil. Bloß da haben wir nicht so viel Munition für. Ah, jetzt haben wir ein bisschen was aufgesammelt. Was zum Looten hier. Jetzt haben wir schon mal 16 wieder. Noch eine Reserve hier. Noch ein Schild brauchen wir nicht. Kommt bestimmt gleich ein Boss, oder? War schon so lange jetzt kein Boss mehr. Ah, müssen wir gucken, dass wir mit der Munition jetzt klarkommen hier. Oh Gott, das sind... Ach, ach Gott. Uiuiui. Ja, die läuft. Die müssen wir erstmal runterschießen hier, glaube ich. Oh Gott. Oh Gott. Ich schalte Kammerdiebe aus. Scheiße. Na komm ran hier. Wir müssen beide Autos wahrscheinlich besiegen. Machen wir mal die. Na komm ran hier. Bleiben die da hinten stehen, oder was? Das wird jetzt eine Weile dauern hier, glaube ich. Mit der Waffe hier. Ja. Oh Gott. Kommt noch ein drittes Auto, oder was? Oder ist das... Oh lol, kommt der denn her? Jetzt haben wir keine Munition mehr, geil. Na geil. Alles leer geballert hier. Läuft. Jetzt können wir gleich hier unseren wieder aufstellen. Ich glaube, ich muss jetzt mal Munition einsammeln hier. Mist. 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 Komm, Granaten haben wir noch. Granaten haben wir noch. Komm! Boom! Oh, 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 oh. Oh, na. Ist jetzt nicht sein Ernst, oder was? Kommen die hier unendlich nach, oder was? Alter, was soll denn das? Das gibt's doch nicht, ey. Da ist noch Munition. Jetzt mal alles durchsuchen hier nach Munition. Ich glaub, sollen wir uns denn einfach ein Auto klauen da, oder was? Gibt's doch nicht. Keine Munition mehr hier. Hier ist bestimmt was. Sein, ne? Boah, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Munition hier. Oder noch mehr hier? Nein. So, was machen wir denn jetzt? Ja. Weil die kommen hier wohl unendlich nach. Verstehe ich auch nicht ganz. Machen wir hier mal unser
Können wir die nicht irgendwie rausschießen? Da, den... Nein, der brennt. Komm, bleib leben. Können wir ihn reparieren? Oh, schnell weg hier, Alter. Der explodiert doch gleich. Oh Gott. Passe dein Fahrzeug an und schalte neue Teile frei, indem du gekaperte Fahrzeuge bei einem Catch-Ride scannst. Wie kommen wir da jetzt... Wie kommen wir da jetzt weg? Ich muss hier wieder raus. Ich weiß nicht wie. Boah, Alter, die Kamera hier. Oh Gott. Alter. Der lenkt ja... Ach, das musst du... Ich muss mit der Maus lenken. Stimmt ja, ich muss ja mit der Maus lenken. Da muss ein bisschen die Sensibilität einstellen. Kommen die ganzen Hunde hier. Stimmt mal hier rauf. Alter, das ist ja schwierig mit der Maus zu lenken. Nein! Nein! Gut, jetzt registriere die Karre beim Catch-A-Ride, um die Anzeige neue Dinge destructen zu können, falls du meine Pandora-Falle hast und dein Untersatz explodiert. Die ollen Hunde hier da. So. Geh mal hier hin. Ich mach Feierabend. Bis später. Viel Spaß noch. Danke dir. Danke dir, Nizi. Und guten Feierabend. Ich hab den ich mal ausprobiert habe. Kannst den haben, Schätzchen. Denk nur dran, ihn auszurüsten. Okay. Kettenwerfer. Jo. Oh Gott. Ey. Das gibt's doch nicht, ja. Bin kurz raus! Wie siehst du nur wieder aus? So. Ich glaube, wir sollen... Ne, hier kommen wir erstmal nichts. Hier müssen wir erstmal eine Quest nehmen. Hier haben wir eine Quest. Scheiße für Dumptruck. Jemand konnte seine Mauer nicht halten. Stopp es ihm endgültig, okay? Hey, Kammerjäger! Der Kultistenmistkerl, der sich heiliger Dumptruck nennt, verbreitet Scheiße über die Raiders. Oh, das Munition! Ja! Reiß ihm den Arsch bis zum Hals auf oder bis zu den Ohren! Endlich Munition! Oh, hier müssen wir die Waffen mal durchgucken. Na, ist der? Oh, die haben Gutschaden hier. Gutschaden. Eckpunkte. Oha. Mal hier oben nochmal ein bisschen durchgucken. Ich würde sonst sagen, wir machen hier sonst mal einen Break. Und dann gucken wir vielleicht mal am Montag, dass wir das mal im Multiplayer spielen. Also ihr könnt mir gerne auf meinem Discord, ich kann euch den Link nochmal reinstellen, aber gucken jetzt gerade, ich guck mal gerade, dass ich euch den nochmal reinstelle. Sonst meldet euch nochmal bei mir im Discord, ich kann das auch nochmal in Discord reinschreiben. Wer Montag Bock hat, mal mitzudallen, dann spielen wir einfach zusammen Discord und streamen mal ein bisschen. Also wer Bock hat, kommt mit rein. Und ich hoste sonst mal rüber. Gucken wir mal. Haben wir hier das Kumpel noch online? Nö, dann holst du einfach mal zu Panty rüber hier. Alles klar, dann vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Euer